oder der Bastelzeit und ich glaube, ich habe zu viel Big Clive geguckt. Ja, ich habe da so ein kleines Gerät. Ion Care steht drauf. Naja, wirklich Ionen dürfte das Ding nicht produzieren, sondern stattdessen dürfte das ja ein Ozongenerator sein. Ozon selber wird häufig genutzt, weil es sehr reaktiv ist. Es zerstört relativ viel Bakterien, Viren und so weiter. Also kann man sehr viel mit desinfizieren. Und ja, ist allerdings gleichzeitig nicht sonderlich stabil. Das heißt, man muss es vor Ort machen. Und das Ding hier, das ist designt, um ein paar Batterien zu holen. Und dann soll man das Ding in den Kühlschrank schmeißen. Und da soll das dann die Sachen desinfizieren. Vorteil von Ozon ist, er desinfiziert nicht nur, sondern neutralisiert auch relativ gut Gerüche. Deswegen ja, ist das eventuell eine gute Idee. Andererseits, Ozon, da oben gehört das so nicht hin. Deswegen immer aufpassen. Ist am Ende dann natürlich eine Abwägungssache, ob es mehr Schaden oder mehr Nutzen anrichtet. Wie viele Dinge. Nun gut, ich würde sagen, wir gucken erstmal und erstmal würde ich sagen, wir legen mal ein paar Batterien rein und gucken, ob es auch funktioniert. Und ich habe hier schon mal was vorbereitet. 3 AA-Batterien gehören hier rein. Das gefällt mir natürlich persönlich nicht so, weil meistens hat man 4er-Packs, aber nee. Wer 3 will, kriegt halt 3. Und mal gucken, on, off. Jo, hier geht eine Lampe an. Und wir sehen oder hören besser, dass sich da was tut. Ich hoffe einfach mal, man konnte es jetzt hören. Viele Bedienelemente gibt es nicht. Wir haben einen On-Off-Button, einen Modus, damit können wir zwischen High und Low wählen und einmal Power. Das Ganze läuft dann so ab, wenn man den erstmalig einschaltet, dann geht er in eine Art Dauerbetrieb für, ich glaube, eine Minute oder 30 Sekunden oder sowas. Und danach macht er jede Stunde für eine gewisse Zeitspanne einmal kurz Ozon. Wie lange die ist, das bestimmt man mit dem High und Low. Ich glaube 40 Sekunden und eine Minute. Steht irgendwo in der Anleitung, aber okay. Ansonsten hier oben drin, wenn wir reingucken von oben, ich denke, man kann es so ein bisschen erkennen. Da sehen wir 4 Löcher mit Nadeln in der Mitte. Ja, sieht nach Ozongenerator aus. Und mit etwas Glück sehen wir sogar... also ich sehe Entladungen. Ich hoffe, ihr auch ansonsten. Machen wir es gleich nochmal in groß. Was mir auffällt, das ist... nicht einschalten. Machen wir mal die Batterien raus, bevor ich mir hier selber irgendwelche Elektroschocks verpasse. Was ich sagen wollte, was mir auffällt auf der Oberseite, dieses Schutzgitter, das hat irgendwie sowas, wenn wir von vorne gucken, da kann man irgendwie seinen Finger drunter machen. Okay, machen wir... Ja, weg damit. Machen wir mal unseren Finger da drunter und gucken, was wir da hinkriegen. Und ja, wir können es rausnehmen. Das ist natürlich praktisch für mich, wenn ich reingucken will. Und unpraktisch, wenn man verhindern möchte, dass jemand reinpackt, weil Hochspannung. Und hier sehen wir auch den eigentlichen Aufbau. Wir haben hier die Metallplatte hier oben. Die ist auf einer Polarität. Und dann haben wir hier unten drin, wenn man reinguckt, ein paar Nadeln. Die gehen entsprechend auf Hochspannung. Dadurch gibt es einen Überschlag zwischen den Nadeln und dem Äußeren. Eine sogenannte Koronalentladung. Ja, wir kommen an dem Thema nicht vorbei. Und dabei wird entsprechend das, ich glaube, der Luftsauerstoff oder die Feuchtigkeit der Luft, ich müsste nachlesen, eins von beiden wird jedenfalls entsprechend aufgebrochen und dadurch entsteht dann hier unter anderem Ozon. Ja, gut. Wenn wir da dran kommen, den Rest würde man auch gerne. Hier unten sind ein paar Schrauben. Dann gucken wir doch mal, ob wir da noch ins Innere kommen und was denn da so dahinter steckt. Ich gehe mal davon aus, wir werden natürlich irgendeine Art Hochspannungsgenerator haben, wahrscheinlich mit einem Trafo, der entsprechend dann ja, die Batteriespannung so weit hoch macht, dass da auch die Entladung stattfinden kann. Das war eine Niete. Ja, das ist wirklich nur ein bisschen was als Deko. Ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass da so viele Schrauben drin sind, weil Schrauben kosten üblicherweise eine Menge Geld. Deswegen ist heutzutage ja sehr viel geklippt und das Ding hier hat nicht wirklich was gekostet. So, kriegen wir es jetzt abgenommen? Ja, sehen wir jetzt was? Nein. Toll. Okay, also wir haben hier unten tatsächlich nur das Batteriefach. Mit ein paar relativ sehr dünnen Drähtchen. Das geht nach hinten. Und nehmen wir das hier. Ja.
Die Seiten scheinen geklippt zu sein. Versuchen wir das mal. Wow. Ja, geklippt ist gut. Ja, doch. Interessant. Okay. Sehr lange von diesen Stiften dran, die dann da reingehen. Und hier drin sehe ich schon wieder Schrauben. Oh Mann. Ich dachte, ich wollte Ozon kaufen oder einen Ozongenerator. Kein Schraubengrab. Wie sieht das mit der anderen Seite aus? Die will nicht. Kommen wir mit den Schrauben weiter. Natürlich nicht, da komme ich mit meinem Schraubenzieher nicht rein. Ja. Okay, langer Kreuzschraubenzieher in sehr dünn. Gucken wir mal, ob ich sowas finde. Okay, das sieht besser aus. Damit kommen wir tief genug. Okay, das hält also die andere Seite drin. Und... Na... Okay, da sind wir im Inneren. Die Knöpfe fallen raus, die Kabel fallen raus. So. Okay, wir haben also den großen Haufen an Zeugs. Die Batteriespannung kommt hier rein. Wir haben ein Board mit entsprechend bisschen Filterung, einem Quarz. Okay, ja, wobei gut, Quarz macht Sinn, er muss ja die Zeit halten, diese Stunde. Wahrscheinlich ein Mikrocontroller ohne jegliche Beschriftung. Transistor und der Schwarz. Der Transistor, der schaltet dann diesen wunderschönen Ding hier. Das ist so ein fertiger Hochspannungsgenerator. Input Voltage DC 4,5 Volt. Yep, macht Sinn. Drei Batterien A 1,5 Volt. Input Red Black und das war's. Mehr steht nicht drauf. Modellnummer GH2127. Und von da aus die Kabel gehen direkt hier hoch. Entsprechend auf dieses Teil hier. Ist an einer Seite festgeschraubt, an der anderen Seite ist es aber mit so Heatstakes dran. Also leider nicht komplett so einfach zu entnehmen. Ich gehe mal davon aus, wenn ich das hier losschraube, kommen wir damit nicht weit. Ja, von unten sind aber Schrauben drin. Okay, dann machen wir mal die unten lose. Das dürfte besser sein. Das hier schon mal wieder fest. Sonst kriege ich da gleich das wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Da war es lose und da können wir... Oh, sind gar keine Spitzen, das ist auch nur ausgestanztes Blech. Na gut, aber hier sehen wir auf jeden Fall, hier haben wir die... Das war jetzt hier unten dran an den Spitzen und das andere war ja oben dran gelötet, das haben wir ja schon gesehen. Hm, nicht viel drin. Ja, dann gehen wir gerade hier oben noch ein bisschen näher ran. Wir sehen entsprechend die Nadeln, ja, sind ja keine Nadeln, eher das ausgestanzte Blech in so einer Spitzenform. Oben drüber die Grundplatte mit den Bohrungen auf Höhe von diesen Blechnadeldingern da und wenn wir das Licht mal ausmachen und einschalten, dann sehen wir entsprechend hier, dass diese Entladung bzw. das Plasma davon durchaus mit dem Auge zu sehen ist. Wir sehen hier auch der linke, der springt relativ viel hin und her, also es ist alles nicht so sauber verarbeitet, dass da wirklich eine zuverlässige Entladung ist, auch wenn wir mal ein bisschen rausgehen und uns das angucken. Wir sehen jetzt auch im Moment nur zwei, die anderen beiden Spitzen, die sind einfach ein bisschen weiter runter anscheinend ausgestanzt oder das Blech oben drüber verbogen und ja, die kriegen nicht genügend Spannung, um die Strecke zu überwinden. Entsprechend da aktuell gar keine Entladung. Also schauen wir uns mal an, was die Schaltung da so macht. Viele Bauteile haben wir ja nicht auf dem Board drauf, aber gehen wir mal durch. Wir haben das Batteriefach, 4,5 Volt, entsprechend drei Batterien A1,5, wenn es Alkaline normale Batterien sind. Dahinter hängt dann ein Elektrolytkondensator, das ist ein 47 Mikrofarad 10 Volt. Und ich bin den Traces mal ein bisschen weiter gefolgt, dahinter ist noch ein Kondensator, ein Keramikkondensator, ich schätze mal so 100 Nanofarad oder 1 Mikrofarad. Einfach nochmal zusätzlich, um da die Spannung ein bisschen zu glätten. Hat damit zu tun, dass ein Keramikkondensator und ein Elektrolytkondensator unterschiedlich reagieren, unterschiedliche Frequenzen besser rausfiltern können. Und ich gehe auch davon aus, dass wir hier relativ viel Filterung brauchen werden, denn naja, dieser Hochspannungsgenerator, der wird wahrscheinlich gepulst sein, sodass er entsprechend da auch pulsweise den Strom zieht. Und wir wollen ja nicht jedes Mal, wenn da so ein Strompuls ankommt, dass die Batteriespannung so stark absinkt, dass irgendwie unser Prozessor crasht. Das wäre uncool, deswegen entsprechend viel Filterung. Der Pluspol, der geht dann direkt weiter auf einen von den Pins des HV-Generators. Also dieser schwarzen Box, die Hochspannung generiert. Und ja, dann
Unten haben wir da noch so irgendwie ein bisschen Transistor- und Widerstandsgedönses. Wir haben einmal hier oben einen PNP-Transistor, S8550, zu dem kommen wir gleich. Und darunter, da haben wir einen S8050, das ist ein NPN-Transistor, auch normaler BJT, kein MOSFET oder irgendwas in die Richtung. Und der hängt einfach zwischen dem anderen Pol dieses Hochspannungsgenerators und dem Minuspol oder dem Minus der Batterie. Fehlt noch eine Basis, die geht direkt an diesen 8-Pin-Mikrocontroller. Ich hatte mal grob drüber geguckt, aber so wirklich was, was von den Pins gepasst hat, habe ich nicht gefunden. Also das heißt, hier, was ihr hier seht, die Pinnummern werden nicht stimmen. Ändert aber nichts daran, dass ein GPIO von diesem Mikrocontroller direkt den Transistor ansteuert. Ist kein Widerstand dazwischen, also meh. Ich weiß nicht, was der Basisstrom dazu sagt. Könnte ein bisschen sehr stark belastet werden, aber naja, so ist es halt. Der Mikrocontroller selber hat noch einen Crystal mit dabei, zusammen mit zwei entsprechenden Kondensatoren, die dafür sorgen, dass das Ding auch schwingt. Und ich konnte jetzt nicht erkennen, wie viel Megahertz das sind, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass das ein normaler Uhrenquarz ist. Wir brauchen hier ja keine hohe Frequenz, wir müssen nur irgendwie die Uhrzeit halten können. Ist ja nicht viel zu berechnen. Ansonsten, was wir noch haben, sind zwei Push-Buttons. Das ist vorne der An-Aus- und der Modus-Button. Die liegen direkt zwischen zwei anderen GPIO-Pins und dem Ground. Und nochmal zwei GPIO-Pins liegen auf einer Dual-LED, die also rot und grün anzeigen kann. Auffällig dabei, man hat zwei unterschiedliche Widerstände benutzt, einmal 3 Kiloohm und einmal 620 Ohm. Das hat damit zu tun, dass die LEDs, also rot und grün, die haben unterschiedliche Vorwärtsspannungen, einfach durch die Materialien, die benutzt werden, um die Farbe zu erzeugen. Und wenn man den gleichen Widerstand benutzen würde, dann würde das dazu führen, dass in dem Fall hier die rote LED heller leuchten würde als die grüne LED. Und um das zu verhindern oder so die Helligkeiten anzugleichen, gibt es dann unterschiedliche Widerstände. So, bis hierhin ist mir noch alles klar. Fehlt noch hier oben dieser Bereich, denn da haben wir ja noch so einen Transistor, der S8550. Und der hat bei mir erstmal ein paar Fragezeichen aufgeworfen, weil ich nicht direkt verstanden habe, was der da soll. Also, ich meine, was er tut, das können wir zumindest mal auf der Aktionsseite sehen. Es ist ja ein PNP-Transistor, das heißt, er kann ja sozusagen einen Pluspol schalten. Das macht er hier auch, wenn wir gucken. Pin 1 ist an 4,5 Volt angeschlossen und Pin 3 nach rechts an einem GPIO, das geht also zur CPU. Das heißt, wenn der Transistor an ist, dann gehen 4,5 Volt in Richtung CPU. Und wenn der aus ist, dann haben wir da den Widerstand darunter, 10 Kiloohm Pulldown-Widerstand, der zieht das Ganze auf Ground. Das heißt also, es setzt im Prinzip nur um. Die Sache ist nur, wann schaltet er an und wann aus? Und das haben wir links daneben und das gab erstmal so keinen Sinn für mich. Da haben wir nämlich einfach nur zwei Widerstände. Einen oben gegen 4,5 Volt, das ist ein 4,7 Kiloohm Widerstand und nach unten gegen Ground haben wir 22 Kiloohm. Das ist jetzt eigentlich erstmal nur ein Spannungsteiler. Wenn wir da rechnen, kommen wir auf 3,7 Volt und hat einen Moment gedauert, bis das es dann Klick gemacht hat, respektive ich habe auch noch mal ein paar Leute gefragt, macht das Sinn? Und offenbar tut es Sinn machen, denn, naja, 3,7 Volt, ja, okay, däh. Und wir haben ja noch Spannungsabfall durch den Transistor, denn der hat ja wieder eine Vorwärtsspannung von irgendwo einen halben Volt oder so. Das heißt also, wenn wir ein halbes Volt von den 3,7 abziehen, dann kommen wir auf 3,2 Volt. Und bei 3,2 Volt würde er also irgendwo so um den Dreh hin und her schalten. Und ja, okay, haha. Wenn wir 3,2 Volt rechnen, dann sind wir schon so im Bereich von drei Batterien. Dann hat eine Batterie noch irgendwie so knapp über einem Volt. Das hier wird also wahrscheinlich die Erkennung für niedrigen Batteriestand sein, dass man dafür nicht irgendwie ein ADC oder so in der CPU hat, sondern wirklich hier mit diesen zwei Widerständen oder drei Widerständen und dem Transistor sich mehr oder weniger einen Low-Battery-Alarm gebaut hat. Und ein Volt ist, denke ich, noch halbwegs erträglich. Also generell halten Alkaline- oder auch Nickel-Metallhydrid-Akkus relativ lange ihre Spannung. Ich hätte jetzt spontan bei einer Alkaline gesagt, so 0,8 Volt wäre besser. Das heißt also, wir verschwenden, ja, in Anführungszeichen, verschwenden da eventuell etwas. Wobei ich jetzt auch noch nicht getestet habe, ob er dann wirklich ausschaltet oder einfach nur rot blinkt, um zu sagen, hier ist leer, tausch jetzt mal langsam. Letzteres wäre wahrscheinlich ganz okay. Und ja, sonst haben wir da auch nichts mehr. Mehr ist auf den beiden Boards nicht drauf. Der Ausgang von dem schwarzen Blob da, dem Hochspannungsgenerator,
Der geht entsprechend direkt zu diesem Metallkonstrukt, was wir schon gesehen hatten, und ja, macht dann da schöne Entladungen. Und ja, damit gebe ich mich dann jetzt auch erstmal zufrieden. Was in diesem Blob drin ist, das kann ich jetzt nicht wirklich erkennen, und ich habe jetzt auch nicht vor, irgendwie das Potting da mit was weiß ich für Chemikalien zu versuchen aufzulösen. Gehen wir einfach davon aus, dass da irgendeine Art von Schwingkreis drin ist, der dafür sorgt, dass wir plötzlich eine AC-Spannung bekommen und dann ein Trafo, eventuell dahinter sogar noch eine kleine Hochspannungskaskade, die dann durch Kondensatoren und Widerstände die Spannung noch ein bisschen hochdrückt. Das Ganze wird mit einer relativ hohen Frequenz ablaufen, so dass der Trafo möglichst klein bleiben kann, wobei relativ hoch, also es ist auf jeden Fall irgendeine Frequenz, die man noch hört, ihr habt das Piepen ja mitbekommen. Also viel wird da am Ende nicht drin sein, und wie gesagt, ich kann leider so nicht reingucken, und das Ding zu zerlegen ist wahrscheinlich eher nicht drin. Ich guck mal, wenn ich ein schönes Video finde, wo das einer gemacht hat, dann habt ihr jetzt da oben so eine schöne Infokarte. So, wir wissen jetzt also grob, was die Elektronik macht, und macht der Rest denn auch was? Schwer zu sagen, ich bin halt kein Chemiker und habe hier keine Studien. Erstmal nochmal zur Verdeutlichung, ja, Ozon ist im Zweifelsfall toxisch. Das kann eure Gesundheit schädigen. Und Ozon ist ja oxidierend. Das heißt also, wenn zum Beispiel Metallteile im Kühlschrank sind, kann das auch dazu führen, dass die schneller rosten oder sich zersetzen. Genauso gibt es ein paar andere Materialien, die von Ozon angegriffen werden können. Unter anderem halt auch manche Gummiverbindungen und so Sachen. Das heißt also, auch die Türdichtungen vom Kühlschrank sind da eventuell etwas, was darunter leiden kann. Aber wie bei vielen Sachen, die Menge macht das Gift. Das Ding hier hat in der Beschreibung eine Menge von 2 Milligramm pro Stunde. Leider steht aber nicht viel mehr dabei, das heißt, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt 2 Milligramm pro Stunde sind. 2 Milligramm pro Stunde, wenn es läuft. Gerade bei letzterem wäre es natürlich deutlich weniger, weil läuft ja immer nur so 40 Sekunden in der Stunde. Aber selbst wenn wir mit den 2 Milligramm rechnen, das aufgeteilt auf so das typische Volumen von einem Kühlschrank, das sind relativ geringe Dosen. Hinzu kommt, dass sich Ozon relativ schnell abbaut. In der Luft sagt man so eine Halbierung alle 3 Tage oder nach 3 Tagen. Und bei Wasser, was im Kühlschrank ja auch ein Thema ist, viele haben Kondenswasser im Kühlschrank, spätestens wenn man irgendwie was Warmes mal drin hatte. Da reden wir eher von so 20 Minuten, dann haben wir noch die Hälfte der Konzentration. Außerdem, ihr habt ja gesehen, bei meinem da, sagen wir mal 2,5 von den 4 Spitzen funktionieren. Also da ist auch nochmal wahrscheinlich weniger Konzentration zu erwarten, als der Hersteller da behauptet, wenn er das überhaupt einhält. Drauf kommt aber auch noch, Ozon ist schwerer als Luft. Das heißt, das fällt erstmal nach unten. Und das ist gerade bei den europäischen Modellen von Kühlschränken dann noch ein anderes Problem, denn, die Türen gehen meistens nach vorne auf und nicht von oben. Das heißt also, sobald man die Tür aufmacht, fällt das Ozon quasi nach draußen, vermischt sich mit der Raumluft, und dann haben wir natürlich nochmal eine deutlich geringere Konzentration. Also zumindest mal von dem, was ich jetzt so hier Pi mal Daumen vermute, würde ich nicht davon ausgehen, dass da eine direkte Gefahr besteht, nur weil man das Gerät da irgendwo benutzt. Aber bringt's auch was? Ehrlich gesagt, ich bin etwas verwundert. Die Geräte sind ja doch schon etwas länger auf dem Markt, und ich konnte nirgendwo einen Vergleich finden, wo mal einer hingegangen ist und irgendwie 2 Kühlschränke gleich bestückt hat und das Ding in einen rein und dann mal gucken, ob es schneller schimmelt oder nicht, oder ob es besser riecht oder nicht. Anscheinend waren alle so faul wie ich. Von daher irgendwie sinnvolle Vergleiche fehlen da noch. Von meiner bisherigen Erfahrung würde ich sagen, geruchlich hat sich jetzt nicht viel verändert. Gut, in meinem Kühlschrank ist nicht viel Geruch drin. Aber von der Haltbarkeit würde ich sagen, dass es schon ein bisschen was ausgemacht hat. Aber ich kann jetzt nicht sicher sagen, dass wirklich diese Verbesserung dadurch kommt, dass ich das Gerät reingestellt habe. Oder dass ich jetzt einfach ein paar Produkte erwischt habe, die von Haus aus schon ein bisschen weniger mit Bakterien belastet waren. Das wird dann wahrscheinlich erst die Zeit zeigen, wenn der Akku mal leer ist oder die Batterie. Werde ich das Ding nochmal ein bisschen ohne laufen lassen, mal gucken, ob es besser wird. Und vielleicht finde ich ja noch irgendwie eine Möglichkeit, auch mal 2 halbwegs identische Geräte mit ähnlichem Inhalt zu testen. Aber momentan habe ich da halt nicht die Schränke und Produkte für. Also, ob es was bringt? Keine Ahnung. Ob es gefährlich ist, vermutlich eher weniger. Aber es macht Entladungen, und die Entladungen machen typischerweise unter anderem Ozon. Also
Naja, zumindest mal grob tut er offensichtlich, was er soll.